Dreck unter den Nägeln, Schwielen an den Händen und am Ende eingerissene oder abgebrochene Fingernägel. Das ist Gartenarbeit. Und trotzdem gibt es immer noch einige, die behaupten, mit den Händen im Dreck zu wühlen sei reine Meditation. Egal, wer einen hat, der muss ran. Unkraut jäten, Blumen pflanzen, Blumen gießen, Rasenmähen, Laubhaken. Sagen wir mal so, in einem Garten gibt es einiges zu tun. Zum Glück habe ich jetzt jemanden gefunden, der mir nicht nur beim Unkrautjäten hilft, sondern den Eimer mit dem Unkraut für mich auch noch auf den Komposthaufen schleppt. Darf ich vorstellen? Das ist Else. Else! Ja, eine Kuh, denken Sie jetzt. Aber Else ist nicht irgendeine Kuh, denn Else ist eine echte Gärtnerin. Dass Else hier so schön bei der Gartenarbeit mithilft, kommt leider nicht von alleine. Ich bin ja nämlich auf dem Hof von Michael Schweunicke, der hier seine Filmtierschule hat. Und neben mir steht Peter. Peter, wie lange machst du das jetzt schon, als Tiertrainer zu arbeiten? Ja, eigentlich schon seit 27 Jahre. Da war damals noch zu Ostzeiten DEFA Filmerei. Und da bin ich dann zu die Geschichte Filmtierschule. Okay. Was macht denn ein Tiertrainer aus? In erster Linie würde ich sagen, dass man ein Händchen hat für Tiere, dass man mit Tieren klarkommt und keine Angst, Scheu hat für irgendwelche, egal ob groß oder klein. Man muss einfach dafür geschaffen sein. Und Geduld braucht man wahrscheinlich auch ganz viel. Sehr viel Geduld. Die hätte ich, glaube ich, nicht. Ganz schön praktisch, ein Tier zu haben, was im Haushalt mithilft. Ich sollte über einen Hund nachdenken, der Geschirr spülen kann. Wenn auch Sie Lust auf ein Tier mit dem gewissen Extra haben, dann kommen Sie doch mal vorbei. Hier auf dem Hof gibt es nämlich auch ein kleines Zoofachgeschäft. Und Michael Schweunicke und sein Team helfen Ihnen gerne weiter. Aber um das Training müssen Sie sich selbst schon kümmern. Das hier ist übrigens Rudi.